Diese Wahl auf europäischem Boden hatte zwei Grundbotschaften. Erstens, es gibt weiterhin eine Mehrheit für ein starkes Europa in der Mitte des politischen Spektrums. Mit anderen Worten, die Mitte hat gehalten. Aber es ist auch wahr, dass die Extremen auf der linken und auf der rechten Seite an Unterstützung gewonnen haben. Und deshalb ist dieses Ergebnis auch mit einer großen Verantwortung für die Parteien der Mitte verbunden. Wir mögen in einzelnen Punkten unterschiedlicher Meinung sein, aber wir alle wollen ein starkes und ein handlungsfähiges Europa. Während meines gesamten Wahlkampfes habe ich intensiv daran gearbeitet, eine breite und eine handlungsfähige Mehrheit für ein starkes Europa aufzubauen. Und aus diesem Grund werden wir jetzt auf die großen politischen Familien zugehen, die im letzten Mandat auch mit uns gut zusammengearbeitet haben. Das sind S&D, also die Sozialisten und Sozialdemokraten, und Renew, die Liberalen. Wir haben in den letzten 5 Jahren gut zusammengearbeitet. Das hat uns ein Fundament gegeben, und an das können wir jetzt anknüpfen.